Die Europawahl 2024 ist die 10. Direktwahl zum Europäischen Parlament. Sie findet vom 6. bis 9. Juni 2024 in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union statt. Gewählt werden die Abgeordneten zum Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament hat 720 Mitglieder. In Österreich werden 20 Abgeordnete gewählt, die also von Österreich in das Europäische Parlament dann entsandt werden. Die Anzahl der pro Mitgliedsland und eventuell über die EU-weiten Listen zu wählenden Abgeordneten wird durch einen Beschluss des Europäischen Rates auf Initiative des Europäischen Parlaments festgelegt. Dabei gilt das Prinzip, demzufolge größere Länder grundsätzlich mehr Abgeordnete haben als kleinere. Kleinere Länder jedoch mehr Abgeordnete pro Einwohner als größere. In jedem Land müssen zwischen 6 und 96 Abgeordnete gewählt werden. Infolge des Brexit wurden 27 Sitze der britischen Delegation im Jänner 2020 auf andere Länder verteilt. Die anderen 46 Sitze wurden abgeschafft, wodurch die Gesamtzahl der Abgeordneten von 751 auf 705 sank. Im Juli 2023 hatten sich die EU-Botschaft auf eine Erhöhung der Sitzanzahl von 705 auf 720 verständigt, um die Veränderungen in der Bevölkerungsanzahl der Staaten auszugleichen. Das Europäische Parlament ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Es hat wichtige Kontrollfunktionen gegenüber den EU-Organen, aber vor allem auch wichtige Aufgaben als Mitgesetzgeber gemeinsam mit dem Rat. Das bedeutet, dass alle Rechtsvorschriften der Europäischen Union vom Europäischen Parlament mit ausgearbeitet und mitbeschlossen werden. Circa 540.000 Personen sind bei der Europawahl am 9. Juni auch in Tirol wahlberechtigt und können mit ihrer Stimme über die 20 österreichischen Abgeordneten des Europäischen Parlaments entscheiden. In Österreich wahlberechtigt sind alle Österreicherinnen und Österreicher, die spätestens am Wahltag 16 Jahre alt sind, auch wenn sie im Ausland wohnen. Darüber hinaus auch Unionsbürgerinnen und Unionsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich, wenn sie in einem Wählerverzeichnis in Österreich eingetragen sind. Seine Stimme abgeben kann man am Wahltag im Wahllokal, in dessen Wählerverzeichnis man eingetragen ist, also in der Gemeinde. Man kann aber auch im Weg der Briefwahl wählen, sobald also die Listen abgeschlossen sind und die Stimmzettel gedruckt sind, werden Wahlkarten ausgegeben und man kann dann auch im Vorfeld des Wahltages schon per Briefwahl seine Stimme abgeben. Eine Wahlkarte kann man dann beantragen, wenn man am Wahltag voraussichtlich ortsabwesend ist oder aus sonstigen Gründen nicht ins Wahllokal gehen kann. Die Wahlkarte ist bei der Gemeinde, in deren Wählerverzeichnis man eingetragen ist, zu beantragen. Entweder schriftlich, das geht auch über Internet, oder mündlich, also persönlich auf der Gemeinde. Im Antrag ist eben der Grund anzugeben und dann kann die Gemeinde, falls alle Voraussetzungen vorliegen, die Wahlkarte ausstellen. Ein schriftlicher Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte ist bis zum Mittwoch vor dem Wahltag, das ist der 5. Juni, möglich. Ein mündlicher Antrag ist bis zum 7. Juni, Freitag vor dem Wahltag, 12 Uhr, möglich. Ein schriftlicher Antrag innerhalb dieser Frist nur mehr dann, wenn die persönliche Ausfüllung der Wahlkarte an einen Boten sichergestellt ist. Wenn man beispielsweise vergessen hat, die Wahlkarte rechtzeitig zur Post zu geben, kann man auch die verschlossene Wahlkarte noch am Wahltag in jedem Wahllokal abgeben oder auch bei jeder Bezirkswahlbehörde abgeben und damit sicherstellen, dass sie noch in die Stimmenauszählung mit einbezogen wird. Gültig ist ein Stimmzettel dann ausgefüllt, wenn der Wählerwille klar erkennbar ist. Das heißt, man sollte
jener Partei, der man die Stimme geben will, auf dem Stimmzettel klar mit einem Kreuz kennzeichnen. Dann gibt es hier keine Fragen. Wenn man Vorzugsstimmen vergibt, sollte der Name des Vorzugsstimmenkandidaten, dem man die Vorzugsstimme geben will, klar leserlich in das dafür vorgesehene Feld am Stimmzettel eingetragen sein oder die Reihungsnummer dieses Kandidaten auf der Liste. Vorzugsstimmen führen dazu, dass einzelne Kandidaten gegebenenfalls, wenn sie eine bestimmte Zahl von Vorzugsstimmen erreichen, bei der Vergabe von Mandaten bevorzugt werden. Das heißt, es kann dann passieren, dass jemand, der weiter hinten auf der Liste ist, trotzdem ein Mandat zugewiesen bekommt und damit Kandidaten vorgezogen wird, die vor ihm auf der Liste gereiht sind. Die Informationen über das Wahllokal, in dessen Wählerverzeichnis man eingetragen ist, bekommt man von der Gemeinde. Da gibt es üblicherweise von der Gemeinde eine direkte Information, beziehungsweise auch in den Gemeindezeitungen oder auch im Internet. Wichtig ist, man darf also nur in diesem Wahllokal, dem man zugeordnet ist, wählen. Die Öffnungszeiten sind auch über die Gemeinde erfahrbar, beziehungsweise gibt es auch vom Land Tirol rechtzeitig vor dem Wahltag eine Information zu allen Wahllokalen und deren Öffnungszeiten. Zur Barrierefreiheit von Wahllokalen haben wir in Tirol bereits jetzt einen sehr hohen Standard. Wir haben über 90% der Wahllokale barrierefrei. Dieser Prozentsatz wird sich bei der Europawahl noch erhöhen, weil es diesbezüglich neue gesetzliche Verpflichtungen gibt. Die Gemeinde muss dafür Sorge tragen, dass in jedem Gebäude, in dem sich zumindest ein Wahllokal befindet, jedenfalls eines barrierefrei erreichbar ist. Darüber hinaus gibt es auch gesetzliche Vorgaben für entsprechende Beschilderungen und Informationen für sehbehinderte und gehörlose Menschen, die diesen auch die Teilnahme der Wahl erleichtern sollen. Um einen möglichst barrierefreien Wahlvorgang zu gewährleisten, gibt es jetzt auch zwei Neuerungen bei der Europawahl. Für sehbehinderte Menschen ist etwa der Stimmzettel oben rechts abgeschrägt, damit es leichter möglich ist, den in die Stimmzettelschablone, die diesen Menschen auch zur Verfügung steht, einzuführen. Und darüber hinaus kann man auch, um also bei der Wahl mit Wahlkarte alles richtig zu machen, bei Ausstellung der Wahlkarte die Vermittlung einer Wahlkartenschablone mit beantragen, um auch hier die Ausübung des Wahlrechts entsprechend zu erleichtern. Es gibt auch bei den Wahlunterlagen neue barrierefreie Informationen, insbesondere wenn man eine Wahlkarte beantragt, werden Informationen in leicht verständlicher Sprache über die Handhabung der Wahlkarte mitgesandt. Umfassende Informationen zur Europawahl gibt es beispielsweise im Internet, auf der Internetseite des Innenministeriums, aber auch auf der Internetseite des Landes Tirol. Und diese Informationen stehen auch in leicht verständlicher Sprache zur Verfügung.